Zuletzt bei Lego Star Wars die Skywalker Saga. Zwei epische Raumschlachten waren im letzten Part angesagt. Zunächst verteidigten wir die Rebellenbasis auf Hoth gegen die kommenden Kampfläufer und brachten insgesamt 4 AT-ATs zu Boden, bis alle Rebellen den Planeten verlassen konnten. Und anschließend flüchteten wir selber mit dem Millennium Falcon. Da der Hyperantrieb aber nicht funktioniert hat, mussten wir uns zunächst mit einigen Sternzerstörern anlegen und daraufhin durch ein Asteroidenfeld flüchten. Aber die Flucht gelang. Freunde, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Wir reisen heute nach Dagobah, auch wenn ich da echt nicht so viel Lust zu habe, aber auf Dagobah erwartet uns Yoda. Und Dagobah ist hier, ich war gerade ein bisschen überfordert. Im Weltraum über Dagobah gibt es sogar 5 Kübersteine durch einen Kometen. Plus nochmal einen Charakter. Das ist sehr, sehr geil. Und ich bin sehr gespannt, wie sie die gesamte Dagobah-Passage umgesetzt haben, wie Dagobah an sich ist. Weil das ist wirklich der Planet, auf den ich ohne ihn gesehen zu haben, am wenigsten Lust habe. Weil im anderen Spiel der einfach echt nicht so Bombe war. Oh, und hier ist direkt wieder so ein goldenes Schiff, Freunde. Let's go, wir müssen dann demnächst mal gucken, wie viele von denen wir eigentlich mittlerweile schon haben. Weil wir hier echt mittlerweile doch einige schon erwischt haben. So, dann nehmen wir auch noch kurz den Kollegen hops. Dadurch, dass ich meine Blaster-Power erhöht habe, machen wir diesen ganzen Kometen echt viel Damage. Ich feiere das. Gebt euch das einfach mal. Zack, und nochmal 5 Kübersteine mehr. Oh shit. Da bin ich wohl zerschellt. Hier könnt ihr auch nach Mustafa düsen. Und hier vorne gibt es auch noch einen Charakter. Da wollen wir doch direkt mal sehen, ob wir das machen können. Im Weltraum über Hoth, wo wir auch schon mit Luke waren, gab es auch einen Charakter. Aber mit dem mussten wir leider per C3PO sprechen. Aber das sieht doch schon besser aus. Ihr seid der 100. Anrufer und gewinnt einen fabelhaften Preis. Die einmalige Gelegenheit, überforderte Rebellenpiloten vor ihrem frühzeitigen Ende zu bewahren. Aber nur solange der Vorrat reicht. Okay. Hier entlang, um euren Preis zu bekommen. Okay. Und wir kriegen dafür aber einen Imperialen. Wir kriegen da so eine Todessternbesatzung. Was ich ziemlich cool finde. Weil, in den Todesstern-Leveln selber habe ich, glaube ich, noch gesagt, wie cool ich das finde. Ne? Also, wie sehr ich diese Todessterntruppen mag und weil ich und ich finde auch ihren Helm so geil. Bam, Freunde. Let's go. Das läuft doch schon mal gar nicht so schlecht. So, dann nehmen wir dich noch hops und wir nehmen dich hops. Oh, ich liebe es, dass meine Blaster so stark geworden sind. Also die gegnerischen Schiffe explodieren einfach nur durchs bloße Angucken. Ich liebe das. So, das war's, glaube ich, oder? Jetzt muss ich nochmal Kontakt mit dem Anführer hier aufnehmen. Hat das funktioniert? Jetzt. Nein, bleib jetzt da. Ich drücke Kreis jetzt. Wir sollten uns trollen, bevor noch mehr von Ihnen. Wir sollten uns trollen? Habe ich was von Rollen gehört? Oh, der macht mich wahnsinnig. Was sollten die trollen? Wir sollten uns. Sich verarschen? Ist damit sich verarschen gemeint? Nee, das kann ja nicht sein, dass sie das Wort trollen einbauen, oder? Okay, ich bin sehr verwirrt. Aber, Freunde, da ist der Geschütztechniker des Imperiums und damit haben wir alles im Weltraum über Dagobah. Wunderbar, so und nicht anders muss das laufen. Und jetzt landen wir auf Dagobah. Und ich bin wirklich gespannt, wie sie das umgesetzt haben. Also ich traue dem Spiel zu, dass sie mir Dagobah schmackhaft machen. So, das Oberweltdesign haben sie schon drauf, muss man sagen. Aber man muss mal einen verseuchten Sumpfplaneten mit einfach viel Nebel und Bewuchs und was weiß ich alles und einfach trostlos. Das muss man schon können, sowas einem Spieler schmackhaft zu machen. Aber wie gesagt, ich habe sehr viel langweilige Erfahrungen. Aber wie gesagt, dieses Spiel hat ja nicht viel mit Lego Star Wars 2 zu tun. Ist das ein Dino gewesen? Der R2 ist so geil. R2!
Bitte etwas vorsichtiger. Okay. So, here we go. Seht ihr auch, dass da hinten irgendwas rumläuft? Völlig ungefährlich. Es wird dunkel. Wir sollten unser Lager aufschlagen. Ja, da läuft wirklich jemand rum. Ah, Leute, das ist ja so ein Mausduide. Ach du Scheiße. Ich werde jedenfalls nicht da rausschwimmen. Sehen wir uns mal um. So, den verprügeln wir mal kurz. Sehr gut. Aber ich habe doch noch mein Laserschwert, oder? Was? Warum kann dem Piloten Luke sein Laserschwert nicht verwenden? Hä, was soll das denn? Aber, Freunde, hier ist der Erste, mit dem ich was machen kann. Aber hier, ah, nee, da brauche ich die Macht, glaube ich, um hier was hinzubekommen. Hm, okay. Hier brauche ich auch überall die Macht. Alles klar. Ich glaube, ich mache hier gar keine großen Faxen, Freunde. Und wir zischen direkt ab in Richtung Missionsziel. Das halte ich für sinnvoller. So. Was war hier? Ah! Ah, jetzt können wir uns hier ein Lager bauen. Yo, wie cool. Alles klar. Und was können wir uns hier an Land holen? Okay, erstmal an Land holen, dann kaputt machen. Und da kommt da schon ein Zelt oder sowas raus. Nee, was ist das? Und was sonst noch da draußen so lauert. Ah, okay. Kapiert. Jetzt muss ich nur noch diesen Yoda finden, der überhaupt existiert. Steck weg deine Waffe. Kein Leid will ich dir zufügen. Ich suche einen Jedi-Meister. Oh, Yoda. Du suchst Yoda. Was tue ich eigentlich hier? Das ist doch alles nur Zeitverschwendung. Unterweisen kann ich ihn nicht. Keine Geduld hat der junge Mensch. Er wird es lernen, Geduld zu üben. Oh, Yoda. Bereit ist er nicht. Doch, ich bin bereit. Ich... Ben, ich kann ein Jedi werden. Ben, sag ihm, dass ich bereit bin. Bereit bist du? Von bereit sein, was weißt du davon? Um ein Jedi zu werden, trainieren, üben, lernen. LOL! Okay, womit fange ich an? Zuerst diese einfache Prüfung bestehen du musst. Ja, die Kraft fließt einem Jedi von der Macht zu. Aber hüte dich vor der dunklen Seite der Macht. Nutze die Macht. Hebe den Stein. Neue Höhen erreichen du wirst. Yo, what the hell, guys? Luke mit Yoda ist einfach ein eigener Charakter. Einfach so, what the fuck? Das ist so. Ich hab mir gedacht so, hä, was geht jetzt ab? Ist das ein eigener Charakter? Dann kam einfach Charakter freigeschaltet. Ja, moin. So, zack und zack. Sehr schön. So, jetzt lerne ich all die Moves, die ich brauche. Und mit dem Moves kann ich dann auch den Küberstein kriegen. Oh nein, du sollst ja nicht hinhüpfen. Du sollst einfach nur so weiter hüpfen, Kollege. Folgst du einmal diesem dunklen Pfad, beherrschen wird auf ewig die dunkle Seite dein Geschick. Mehr werde ich heute dich nicht lehren. Von allen Fragen befreie deinen Geist. Wartet, irgendwas stimmt nicht. Jener Ort dort, von der dunklen Seite der Macht ist er erfüllt. Dem Reich des Bösen gehört er an. Dorthin musst du. Ah, okay. Luke ist jetzt ein Jedi geworden. Alles klar, optimal. So schnell kann es gehen. So, was muss ich hier tun? Wie kriege ich den Kollegen hier auf? Wie sind meine Knöpfe? Ah. Oh, what? Das muss auf Zeit funktionieren. Wartet mal. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie das funktionieren soll. Scheiße, das hat nicht funktioniert. So. Und zack. Yeah. Okay. So geht's dann doch. Sehr schön. Das ist aber auch eine Stelle im Film, die ich nie verstanden habe. Da kommt jetzt diese Höhle, in die wir reingehen, die ja angeblich vom von der dunklen Seite der Macht so übernommen wurde. So, weil die halt so auf Dagobah in der Höhle rumschimmelt. Und da treffen wir jetzt ja gleich, glaube ich, auf Darth Vader, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Das wird auch nie so wirklich erklärt, ne? Das sind immer so Szenen, wo es dann heißt, ja, das lässt Interpretationsspielraum und was weiß ich. Keine Ahnung, ich kann mit sowas immer nicht so viel anfangen.
So, aber hier ist jetzt sonst nichts mehr. Und ich glaube, wie gesagt, mir wird hier ein Küberstein oben angezeigt, aber da muss ich irgendwie auf die Bäume hochkommen. Und da weiß ich noch nicht, wie sich das Spiel das vorstellt. Wir gehen in die Höhle, Freunde. Dagobah erkunden machen wir irgendwann anders. Was ist denn hier los? Hallo? Sumpf-Drachenschlange. What? Hier ist eine Drachenschlange drin? Ja, da ist er, Guys. Ich meine, es soll ja irgendwie damit sein, dass er halt mit seiner dunklen Seite konfrontiert wird, weil Darth Vader sein Vater ist und so, aber ich finde es irgendwie trotzdem so ein bisschen skurril. Und wisst ihr, was wir jetzt mal probieren? Ich mache jetzt 25 Schaden pro Treffer. Und ich erhöhe jetzt einfach mal meine Laserschwert-Power. Nee, erfolgreiche Konter. Ach, das geht gar nicht? Nee, warte mal, das ging hier. Genau, hier ging die Schlagpower besser. Angriff durch Lichtschwerte werden stärker. Bam. So, dann investieren wir hier mal ordentlich Kübersteine. Okay, wie viel mache ich jetzt pro Schlag? Oh nein, damit kann ich das noch nicht testen. Einen Moment. Let's go. Immer noch 25. Yo. Was ist das denn für ein Scam? Wofür habe ich denn meinen Schaden erhöht? Was ist das für eine Sauerei hier? Also weg hier. Klar für Lichtgeschwindigkeit? Das ist nicht fair. Wir müssen uns irgendwo einen sicheren Zufluchtsort suchen. Bespin, ziemlich weit, aber wir könnten es schaffen. Oh, damn, Freunde. Da ist er. So, ich aber... Bespin ist so sicher, wie Sie behaupten. Nur die Ruhe, Prinzessin. Ich kenne da jemanden, der sich um uns kümmern wird. Oh yeah, aber hier ist zunächst erstmal wieder ein Kopfgeld, Bro. Ey, voll nice. Wir finden in letzter Zeit richtig viele von denen. Wie viele von denen haben wir schon vernichtet? Das müssten doch mittlerweile schon einige sein, oder? Hier, Herausforderungen. Aber ja, es gibt Mausdruiden, die ich finden muss. LOL. Okay, Dagobah. Gibt es zwei, da haben wir nur einen gefunden. Auf jeden Fall gibt es zwei, da haben wir wohl auch einen gefunden. Da hier, 6 von 10 haben wir schon. Okay. Crazy shit. So, dann nehmen wir jetzt aber auf jeden Fall noch dich hier mit. Gibt es hier sonst noch was? Nein, es gibt nur den Küberstein-Kometen. Wunderbar. Dann nehmen wir den natürlich mit, damit wir das nicht vergessen. Oh yeah. Oh, komm schon. Triff jetzt. Das war's. Sehr gut. 5 weitere Kübersteine. Und jetzt landen wir auf Bespin in der Wolkenstadt. Haben Sie eine Landeerlaubnis? Nein, ich habe keine Landeerlaubnis. Ich möchte zu Lando Calrissian. Landeerlaubnis erteilt. Plattform 327. Seht ihr? Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Wir sind echt alte Kumpel, Lando und ich. Wer macht sich hier Sorgen? Ich muss by the way sagen, die Lego-Figur von Leia hat ein ordentliches Glow-Up bekommen in Episode 4 mit ihren komischen, weiß ich nicht, Würsten an der Seite. Schwierig. Aber jetzt im 5. Teil, deutlich angenehmere Frisur. So, den gibt's in der Classic-Variante mit gelbem Kopf durchs Character-Pack. Wie geht's dir denn, du alter Pirat? Schön, dich mal wiederzusehen. Wie geht's dir so, Chewbacca? Hallo, wen haben wir denn da? Ich bin C3PO, Roboter-Mensch-Kontakter. Sie gehören wahrhaftig zu uns hier in den Wolken. Nun, er wirkt ganz freundlich. Ja, sehr freundlich.
Oh, damn, Bespin. Ja, wie cool das hier aussieht. Naja, Reparaturen. Ich dachte, du würdest mir vielleicht helfen. Oh mein Gott, I like this. Oh, hier brauche ich mal ganz kurz Ray. Soweit ich mich erinnere, hast du es in einem ehrlich... Ach shit, jetzt habe ich den Dialog unterbrochen, Mann. Ey, das passiert mir so häufig, dass ich Dialoge unterbreche. Das passiert in Horizon Forbidden West auch andauernd. Aber in Forbidden West macht man es so... Da passiert es noch, wie soll ich sagen, häufiger unabsichtlich als hier. Ich meine hier, dass ich jetzt bei einem Charakterwechsel, dass der Dialog unterbrochen wird, das hätte ich mir denken können. Aber trotzdem. Wie viele gibt's hier? Auch 23. Okay, dann scheint es auf jeden Fall auch ein etwas größerer Bereich zu sein. Ich schaue mich hier nur mal kurz um. Einfach so, weil es mich interessiert. Ah, guck mal, der hat eine Mission für uns. Es geht. Oh. Ich meinte natürlich... Jo, was geht? Eine Gruppe gasspuckender Beldum-Babys ist durch die Wartungstunnel in die Stadt eingedrungen. Okay. Geh zu den auf der Karte markierten Punkten und locke sie von der Stadt weg. I do my best? Dann wollen wir nochmal schauen. Ich mag diese Mission gegen irgendwelche Monster, die immer auftauchen. Das ist aber voll cool. Okay. Dann würde ich sagen, kürze ich einfach mal ab und düse gleich mal nach unten. Aha! Schaut mal, Freunde. Da haben wir doch auch schon was. Boots! So. Den ersten Kollegen erledigt. Die sehen voll so aus, als ob die aus Metroid kommen. Ohne Scheiß. Okay, wo gammelt hier noch irgendwas rum? Okay, nee, laut Karte muss ich noch weiter in die Richtung. Okay, dann schauen wir uns das mal genauer an. Da ist noch eins. Alter, ihr widerlichen Biester. So, die schweben aber wahrscheinlich irgendwo oben, vermute ich mal, sehr stark. Obwohl, nee. Warte mal, wir werden hier rüber gelockt. Hier wird mir auch noch irgendwas angezeigt. Kann ich hiermit irgendwas tun? Was geht denn da ab? Da leuchtet was. Ah, hier ist eine Energiezelle. Oder? Nee, was ist das? Doch, hier ist eine Energiezelle. Okay, wofür brauche ich die denn? Ah, ich muss sogar zwei davon finden. Ja, das wird mir doch schaffen, weil die zweite liegt nämlich gleich hier laut Karte. Nee, die ist da oben. Ist sie da oben drin? Yes! Da ist sie! Oh... Mann, immer wenn ich auf so einem neuen Planeten lande, dann will ich immer erstmal Kübersteine suchen und Missionen machen, weil das so Laune macht. So, zack. Einmal reinlassen, bitte. Und das war's noch nicht mal. Oh, jetzt brauche ich hier nochmal die. Brauche ich hier neue? Oder soll ich einfach die von draußen nehmen? Das finden wir jetzt gleich mal raus. Ah, nee, ich kann die gar nicht mehr rausnehmen. Ich brauche nochmal neue. Okay, wo soll ich denn jetzt nochmal zwei Energiezellen herkriegen? Mann, ich habe doch gerade schon geblecht. Warum muss ich denn nochmal blechen? Ah, aber guck mal. Da kann ich was mit der Macht... Nee, da kann ich nichts mit der Macht tun. Verdammt. Okay, ich weiß nicht, wo ich nochmal zwei herbekomme, Freunde. Die sind jetzt verbaut, die kann ich nicht mehr nehmen. Okay, da kümmern wir uns dann nochmal später drum. Jetzt will ich aber wieder Prinzessin Leia spielen. Die ist viel cooler. So, und wo ist jetzt nochmal so ein Vieh? Okay, warte mal. Da wird mir was angezeigt, direkt hier in der Stadtmitte. Vielleicht spawnen die auch erst, wenn ich an der Stelle bin. Ja, da ist nochmal eins. Boots. Sehr schön. So, und wo slimet jetzt noch das letzte rum? Da oben. Ah, ich sehe es auch schon. Ich sehe es auch schon. Aber ich tue mir sehr schwer, es zu treffen. Ist auch ein bisschen weit weg, muss man jetzt mal ehrlicherweise zugeben. Ich hoffe, dass ich das vielleicht von hier unten irgendwie treffen kann. Ah, da ist eine Leiter, okay. Weil ich wollte sagen, ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Dann holen wir jetzt kurz die Mission. Das Imperium hat... Ich danke dir vielmals. Okay. Erfrischende Daten, die müssen wir einfach irgendwo abliefern. Das nehmen wir auch gleich mit. Zack, ich markiere mir den Auftrag, weil ich weiß nämlich, dass das Ende des anderen Auftrags hier oben ist. Dann kann ich nämlich dann direkt passend weitermachen. Aber jetzt muss ich erstmal hier dieses Biest erledigen. So. Verzieh dich. Sehr schön. Warte mal, was? Ich habe nur 4 von 5 kaputt gemacht? Okay. Warte mal, da kümmere ich mich gleich drum. Und da ist auch noch einer. Okay, was geht hier ab? Okay, muss ich was mit einer R2-Einheit machen? Alles klar, oder eine R4 in dem Fall. Dann schauen wir mal, weil das sieht aus wie ein riesiges Minigame.
Ja, Freunde, ihr merkt, ich bin auf jeden Fall sehr zielstrebig. Ich verfolge immer meine Mission und spiele natürlich hier straight das Spiel storytechnisch so durch, wie es gewünscht ist. Okay, und hier kann ich jetzt irgendwas machen. Okay, da können wir jetzt bauen. Ah, okay. Nee, stopp. Linkes Kabel. Wie kann ich das linke bauen? Da hier. Ich glaube, das muss ich als erstes bauen. Genau, weil das Stromsignal nämlich hier durchdüst. Und da muss ich es, glaube ich, wieder kaputt prügeln. Und dann, warte mal, wo düst das Stromsignal jetzt als nächstes hin? Nach unten, glaube ich. Nein! Oh, okay, einfach, okay, ja, kapiert. Ich war mir jetzt nicht sicher, ob das dann direkt in die Mitte geht oder weil es eben so verworren ist, dass es dann vielleicht noch erst auf die andere Seite geht. Aber okay, alles gut. So, das Stromsignal ist hier durch. Dann bauen wir es jetzt in die Mitte rein. Ich wollte halt abwarten, aber Django baut einfach so langsam, Freunde. Kann ich nichts dafür. Aber warte mal, ich muss es da aber, glaube ich, nochmal lassen. Warte mal, es geht jetzt da hoch, da lang. Ah, warte mal, jetzt geht's nochmal auf die andere Seite. Uff. Okay. Ich verstehe. Wir halten das Signal noch am Leben. Zack, so, und jetzt düst es einmal komplett hier hin. Oh, kacke. Muss ich denn das jetzt hinbauen? Ah, nee. Jetzt brauche ich eine R4-Einheit. Boah, was ist denn das für eine Monster-Quest hier? Da kann ich jetzt dann wahrscheinlich das nächste Stromsignal losschicken. Das ist wahrscheinlich so eine Art Checkpoint, die ich mir jetzt dadurch aufgebaut habe. So, Moment, wir wechseln wieder. Und müssen jetzt, glaube ich, erstmal darüber bauen. Nein! Oh, das Signal ist gestorben. Nicht so schlimm, wir schauen aber gleich mal weiter. Das kommt da an, düst dann hier hoch, dahin, darunter. Okay, da muss ich wieder in die Mitte bauen. Dann muss ich definitiv wieder in die Mitte bauen. Ey, mach das jetzt kaputt, danke. So. Genau, dann düst es hier hoch, darüber, rüber. Alles klar. Und ich glaube, dann kommt es beim Zielort an. Vermute ich jetzt mal sehr stark. Oh, das muss schnell sein. Yes, das Signal lebt noch. Oh mein Gott, das war ultra knapp. Boah, hätte ich keinen Bock gehabt, das alles nochmal zu machen. Damn, was eine Mission. Sehr schön. Kabel parat. So, aber jetzt wechsle ich, glaube ich, doch nochmal den Auftrag. Weil mir wohl legit noch ein so ein Monster fehlt. Ich hätte schwören können, ich hätte alle gehabt, aber ich konnte wohl nicht zählen. Da. Den folgen wir jetzt mal. Da unten noch. Ah, ja, I see. Moment. Da müssen wir hier hoch. Shit. Hab's nicht getroffen. Okay. So, verzieh dich! Will ich zu ihm zurückkehren? Nein, ich glaube nicht. Ist zwar nett gemeint, aber ich sehe nämlich, dass hier einfach noch ein Küberstein ist. Dann nehmen wir den nämlich auch gleich mit. Und ich sehe auch schon, dass wir wieder mehrere Kisten zur Verfügung haben. Wir können die ja zum Glück über große Distanzen transportieren. Und die letzte war irgendwo hier drüben, habe ich gesehen. Ja, da. Good job. Warum wird hier schon wieder geballert? Geht doch mal friedvoll miteinander um. Verdammt nochmal. So. Und dann haben wir den Turm hier. Es gießt wie aus Küber. Warum wird jetzt hier so eine Regenreferenz gemacht? Also warum gießt es denn wie aus Küber? Wo hat es denn da geregnet? Weil er weit oben in der Luft war und deswegen eine Art Regenwolke darstellen soll oder was? I don't know. So. Oh shit. Da brauche ich wieder. Warte mal. Musst du mit ihm reden? Ja. Ich habe ein Geräusch aus den Lüftungsschächten gehört, aber die Ognons haben nichts zum Reparaturen erwähnt. Aus Lüftungsschächten, okay. Nee, aber ich hole mir jetzt erstmal die andere Mission in meinen Questlog. Das ist hier Nebenaufträge. Nämlich die Daten, die wir abgeben müssen. So, und dafür müssen wir darüber. Warum sind hier eigentlich so viele Sturmtruppen, die uns angreifen? Ich habe nichts getan. Ich bin ein freundlicher Bürger. Ich setze mich für das Wohl der Wolkenstadt auf Bespin ein oder so. So.
Warte mal, wo ist er jetzt hin? Ach, muss ich ihm folgen? Ah, das ist eine Escort-Mission, oder? Moment mal, dann will ich irgendjemanden, der schießen kann. Ne, wir nehmen Sam Wessel. Die hat ein cooleres Gewehr. Ach, kamen die Sturmtruppen wegen ihm? Wegen dieser Escort-Mission? Ja, ich glaube schon. Weil die quasi ihm die Daten klauen wollen. Das ist eine Escort-Mission. Ich dachte erst, ich müsste die Daten überbringen. Für den Moment. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Aber wir müssen ihn begleiten. Okay, aber das ist eigentlich ganz cool. Weil ich glaube, der läuft sowieso in Richtung meines ursprünglichen ersten Questgebers. Dann können wir das quasi gleich miteinander verbinden. Schauen wir unten auf die Karte, ob irgendwo rote Punkte auftauchen. Dann weiß er nicht immer direkt, wo Enemies sind. Ja, da stehen sie schon wieder. Für das Imperium! Oh Gott, der hat eine schwere Waffe. Ich meine, er hatte eine schwere Waffe. Oh Gott, da stehen noch mehr. Mensch, was macht ihr denn da? Ich will euch doch gar nichts Böses, verdammt. Oh. Hä, wo steht denn da noch einer? Da, ah, du! Oh Gott, warum verzieht's mich denn da so rüber? So, Butz, mach du mal einen Abflug. Und da steht auch noch... Mann, wenn ich immer ziele, werde ich automatisch auf da oben anvisiert. What the fuck? Was ist da oben? Da kann ich draufschießen. Okay, da muss ich irgendwie 4 auf einmal treffen. Kann ich das von hier? Na, ich vermute mal nicht. Wir folgen mal dem Dude. Die Mission machen wir irgendwann anders. Außer ich sehe jetzt vielleicht irgendwo die Orte, wo ich da drauf schießen muss. Warte mal, da ist die 2. Da ist die 3. Okay, und da ist die 4. Okay, nee, warte mal doch, das können wir schaffen. Moment. Zack. 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 Und darüber noch schießen. Oh, scheiße. Doch, das dürfte treffen. Yes! Cool. Ja, dann nehmen wir doch während der Escort-Mission den hier auch gleich noch mit. Ey, voll nice, wie man die Sachen hier immer miteinander verbinden kann. Dass halt diese Escort-Mission einen so ein bisschen durch die Stadt führt und währenddessen düst man halt mit unten. Mir wird auch hier eine Datenkarte angezeigt. Aber muss ich mit dir reden? Ah, das ist auch schon der Übergabepunkt. Mit diesem wichtigen Gerät können wir die Kunden, ich meine die Rebellen, verwöhnen mit leckeren Daten. Ja, sehr schön, das passt. So, hier unter uns wird mir eine Datenkarte angezeigt. Wie komme ich da ran? Kann ich hier rein? Nein. Okay, warte mal, dann schaue ich mich hier nochmal unten um. Ob ich da irgendwie herankomme. Muss ich da noch weiter runter? Ist da noch eine Ebene, die ich nicht sehe? Nee, ich denke, da ist der Tod. Okay, das ist dann vielleicht irgendwie ein Innenleben oder so. Weil vielleicht komme ich noch irgendwie so in die Gebäude hier rein. Aber mir erschließt sich noch nicht so ganz, wo sich hier die Datenkarte befindet. Ich check noch einfach kurz die andere Seite ab. Einfach, dass wir es gesehen haben. Nee, die ist da. Ah! Da brauchen wir einfach einen Plünderer. Ja, easy. Ja, gar kein Problem. Kommen wir so leicht an die Datenkarte ran? Das wäre ja mal übertrieben cool. So. Und kann ich mich jetzt vielleicht auch schon... Ups, ich bin tot. Kann ich mich da vielleicht auch schon instant ranziehen? Nee, obwohl doch, die hat auch eine Blaster, aber die kann das nicht. Sam, mach du das mal. Nee, die kann sich da aber auch nicht hinziehen. Oh doch, okay, wenn man springt. Man muss einfach Vertrauen haben. Let's go, Freunde. Datenkarte Nummer 4. So, ein bisschen, was wir jetzt investieren. Ich investiere jetzt in das, dass jeder Charakter mit jedem reden kann. Das halte ich einfach für sehr, sehr, sehr klug, weil wir hatten es jetzt schon ein paar Mal gerade auch im Weltraum, dass man nicht irgendwie mit jedem reden konnte und so. Hier brauche ich 48 Millionen, das ist mir erstmal Wumpe. Ich hole mir jetzt das, was war denn das? Universaldolmetscher, genau. Weil dann spare ich mir nämlich immer das Wechseln auf einen Ding, auf C3PO. Und das muss ich eigentlich sagen, finde ich eine ganz angenehme Sache. Cool! Ein weiteres spannendes Extra, ja, und ab jetzt gibt es eigentlich wirklich nur noch so Troll-Extras, ne? Also, außer halt natürlich Stats mal 8 und Stats mal 10. Ich denke, das ist dann das, auf was ich als nächstes spare. Aber so wirklich sinnvoller Stuff kommt da jetzt nicht mehr rum. Warte mal, hier ist auch noch eine Charaktermission. Ja, ach so, die war noch gar nicht erst, die galt noch gar nicht erst abgeschlossen. Oh, wow. Das habe ich ja mal gar nicht geschnallt. Sehr gut. Ich habe mir die Mission auch abgeschlossen und bekommen dafür Willrow Hood.
keinen Plan, wer das ist. Es gibt schon ein paar sehr spezielle Charaktere, die, glaube ich, nur kurze Auftritte in den Filmen haben und die nur wahre Kenner kennen. So, aber ich glaube, jetzt auf dem Weg hier hoch können wir jetzt auch gleich noch die andere Mission abgeben, oder? Yeah, voll gut. Und dann kriegen wir den Bro jetzt auch noch, da haben wir doch gleich schon mal zwei Charaktermissionen abgeschlossen. Die sind ja meistens immer ein bisschen aufwendiger als die Kübersteine. Guter Ausflug. Das hat auf jeden Fall getaugt. So, und da drin geht's jetzt weiter. Ist das ein Level? Ja, das ist ein Level. Dafür haben wir heute leider keine Zeit mehr, Freunde. Okay, aber der Part ist noch nicht ganz vorbei. Komm, dann sammeln wir noch ein, zwei Kübersteine ein. Was soll's? Hier ist nichts, hier ist nichts, hier ist nichts. Ich versuche das jetzt so Stück für Stück zu machen. Dann gucke ich mal, wie ich da unten an die rankomme. Das sind jetzt auf jeden Fall die am naheliegendsten sind. So, was muss ich hier tun? Ah, okay. Das scheint recht easy. Per Jedi machbar zu sein. Dann mach uns das doch mal auf, Isla Secura. Ich kenne die, by the way, auch nur aus Battlefront 2, weil die da ein spielbarer Held war. Die war da sehr stark. Das war, glaube ich, der stärkste Jedi, den man spielen konnte. Und ich glaube, im Film hat sie, glaube ich, zwei Auftritte. Einmal in der Deleted Scene, die nicht im Originalfilm vorkommt. Und zwar wird sie da nämlich umgebracht. Nee, warte mal, taucht die nur einmal auf? Ich glaube, die taucht nur in der Deleted Scene auf. Ich glaube, es gibt nur eine Szene, wo die auftaucht. Da tötet die nämlich General Grievous. Und nimmt ihr Laserschwert an sich. Ich weiß gar nicht, ob die sonst noch mehr Auftritte hat. Bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher. Und nee, stopp, nein, die wird nicht getötet. Was laber ich? Die wird in Order 66 getötet auf Felucia. Aber wer wird dann von General Grievous getötet? Ich bin sehr verwirrt, Freunde. Ich bin auch sehr verwirrt, wie diese Kiste hier aufgeht. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein, oder? Ich meine, diese Kisten haben ja immer irgendwas mit Sachen in der Nähe zu tun. Vielleicht ist hier irgendwo an der Seite was oder da unten was ich machen kann. Ah, hier ist was. Ah. Boah, das ist mal fies. Das machen sie jetzt gerne. Das haben sie auf Hoth auch schon gemacht. Wirklich einfach so eine Kiste random irgendwo platzieren, ohne irgendeinen Hinweis, was los ist. Und dann weißt du, okay, irgendwo hier in näherer Umgebung wird irgendwas sein, womit ich diese Kiste aufbekomme. Cool. Sehr, sehr, sehr strong. Dann haben wir das auch geschafft. Und dann würde ich jetzt sagen, kümmern wir uns noch um die beiden, insofern die jetzt nicht zu viel Aufwand sind. Und ja, da brauchen wir einen Kampfdruiden. Und dann können wir dann beim nächsten Mal die große Mission starten. So, sehr gut. Silberstreif. Okay, und der da... Warte mal, welchen wollte ich noch? Es war doch irgend noch einer auf meiner Höhe. Okay, aber der ist ganz da drüben. Dann nehmen wir den da unten noch. Dann nehmen wir den als letzten für den heutigen Part. Ich habe euch gesagt, wir sammeln zwei ein. Dann will ich euch auch zwei geben. Ja, aber da muss ich noch weiter runter. Okay, aber ja, hier ist sogar noch eine Treppe nach unten. Alles klar. Okay, hier ist eine Art Kellerabteil. Oh, und hier brauche ich wieder einen Code. Ach, du Scheiße. Ah, aber schaut mal, wenn ich das kaputt prügel. Wenn ich jetzt aber dieses Dolmetscher-Ding habe, kann dann auch jeder mit denen interagieren? Nee, okay. Dann geht's nur ums Sprechen. Okay, was geht hier ab? Da kann ich den Kollegen spielen. Aber was bringt mir das? Kann ich hierüber irgendwie... da komme ich an den Code ran. Let's go. Sehr geil. Okay. 1, 3 als erstes. Und dann, oh boy, okay. Moment. Nee. Genau. 1, 3. 2, 1, 2. Die können wir so lassen. Da muss ich auf die 1 wechseln. Und dann nochmal 1, 3. Okay, der ist sogar gespiegelt, der Code. Das heißt, egal von welcher Reihenfolge man das eingibt, der funktioniert quasi immer. So, da quasi noch dreimal drücken. Jawollo! Und in diesem Sinne, Freunde... Oh, da ist sogar noch mein Schlüssel. Den nehmen wir auch noch mit. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Das war Lego Star Wars, die Skywalker-Saga für heute. Wir machen guten Progress. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Wir haben das Schrankkennwort bekommen. Spannend. Und beim nächsten Mal spielen wir hier dann das nächste Level. Danke fürs Dabeisein.
im Paulson, Lord Ryoma, Shorty und Sarah und Kimura. Vielen, vielen Dank euch für den Monster-Support per Kanalmitgliedschaft. Echt fettes Danke, Mann.